So, willkommen zurück zu Castle meiner Sie. Hier sind wieder Ketter und euer, Wie heiße ich eigentlich nochmal? ja, das vergisst man eigentlich immer viel Ach zu schnell. Scheiße, wie war das denn? Warte, Lukas, jetzt habe ich's. Genau, Lukas. Wie episch er das so ankündigt, mein Kollege, mit dem ich hier gerade nebenbei zocke, der übrigens kein Mikro hat, beziehungsweise, naja, ich habe mal versucht mit dem zu reden, aber es war ein Albtraum, weil, ich weiß nicht, der meinte irgendwie, der redet die ganze Zeit, aber ich habe mich die ganze Zeit nur selber gehört und da hatte ich keinen Bock mehr, das mit dem dann aufzunehmen. Da habe ich dann einfach jetzt mal gedacht, gut, du wolltest das ja eh aufnehmen und da wir jetzt eben so in Richtung Crew gehen halt, also dass ich jetzt hier neu anfange mit Let's Plays, einfach auf dem Kanal hier, habe ich mir einfach mal überlegt, nimmst du dir einen Kollege dazu, vielleicht demnächst auch mal noch einen zweiten Kollege, sodass man dann zu dritt quatschen kann. Weil es einfach, ich weiß nicht, das ist einfach, alleine kann man viel sagen, klar, aber das wiederholt sich dann irgendwann nur. Und zu dritt, da fällt einem dann irgendwie so richtig was ein, zu zweit aber auch schon. Er fragt, warum, wieso schauen dir eigentlich so wenige zu? Tja, ich habe Zielgruppen-Unkonformität oder so. Nee, warte, Zielgruppen-Unkonformität, meine Güte. Konform wird mit K geschrieben, ne? Zielgruppenunkonformität ist ja genau wie Anti-Integrationsdeutsch. Ich denke mir ständig Wörter aus. Architekturterrorismus. Ja. Ich wundere mich auch gar Boom. nicht, dass auf YouTube so viele Leute, die einfach nur die Ju richtig jungen Leute ansprechen, dass die so viele Abos haben. Ich meine, das sind auch nur noch Leute unter 13. Mal ganz ehrlich, die meisten Unter jedenfalls. 13, okay. Ich behaupte jetzt einfach mal, viele Leute sind unter 13. Achtjährige, die Schminkvideos gucken. Du lachst. Es gibt 8-jährige Mädchen, die machen Schminkvideos. Ja, ohne Scheiß, ich verarsch dich nicht, gibt's wirklich. Ich wollte jetzt was Fieses sagen, aber das kann ich jetzt nicht bringen. Was denn? Ich habe gesagt, das ist eigentlich die perfekte Unlock-Möglichkeit für Pädophile, aber Ja, das, genau das ist mir auch in den Sinn gekommen. gut. Ein Pedoparadies. Beauty-Kanal mit einer 8-Jährigen. Nein, man muss ja unterscheiden zwischen Pädophilen und Pädokriminellen. Pädophile Ja. sind ja nur die, die auf, also nur in Anführungszeichen die, die halt den sexuellen Wunsch haben, den Akt der Liebe mit dem Kind auszuüben. Also sagen wir einfach mal die, die sich einen, die sich einen scheuern können auf, naja, also Kinder, naja, mehr oder Muss nicht weniger. mal unbedingt sein, sondern Aber, aber wie Pedo, ach so. wusstest du, dass viele Vergewaltiger, die Kinder vergewaltigen, gar nicht mal unbedingt pädophil sind? Wieso? Sind die einfach in einer psychischen Mangelsituation oder woran liegt's? Vergewaltiger vergewaltigen alles. Ach so. Ja, Auch genau. Auspuffrohre von Autos, wenn es sein muss. Während das Auto Gas gibt, Ich natürlich, sag ist nur, ja. Mustang GT. Nur, dass es dann wahrscheinlich kein Auto ist, wenn Ja, du auf verstehst, jeden was ich Fall. meine. Ja, ich Ja, voll die weiß. perversen Gedanken hier. Ich glaube, ich nenne mal den Part irgendwie voll die perversen Gedanken. Klicken mehr Leute drauf. Am besten noch Titten ins Thumbnail. Richtig, wollte ich Besser gerade geht's gar sagen. nicht. Und dann so im Comedy-Titel. Hintergrund, boah, du Hurensohn, du spielst da Castle Miners und laberst Scheiße. Und ich habe das Video, ich habe meine Lebenszeit verschwendet für deine Scheiß-Videos. Kommt dann so. Da sag ich Aber nur, dann haben sie tja. es wenigstens angeklickt, ne? Ja, ich weiß. Ich wollte ursprünglich noch irgendwas googeln in der letzten Folge, aber ich habe es bis jetzt vergessen. Irgendwas Perverses wahrscheinlich. Nee, 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 nee. Ach so, du hast ja wahrscheinlich nicht so einen Alltag wie ich, ne? Pornos, 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 wo ist denn Arbeiten? Ja, irgendwo dazwischen. Pornos, 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 Wo Pornos. es denn Videos aufnimmt, die kommen nach Pornos, den Pornos. Pornos auf der Arbeit, Pornos beim Videos gucken, Pornos beim Aufnehmen, Pornos unter der Dusche. Was? Wobei, da ist es eigentlich noch ganz okay. Pornos beim Zähneputzen. Ja, Ja, das ist gut. cool. Da hast du Mit, ja eh schon was im Mund, ne? genau, mit einer Hand musst du deine Zahnbürste für dich bewegen und mit der anderen Hand die Zahnbürste für Frauen, wenn du verstehst, was ich meine. Na, ja. Ja. Da wieder ganz zu. Also. Da wird er ganz gut, der alte Junge. Alter, was hat der hier schon zusammengebastelt, ey? Das ist ja krass. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt meine Fackeln hin platzieren soll. Meine langen, harten Dinger mit einem dicken Kopf dran. Die sind so heiß, die fangen an zu brennen, ne? Du müsstest das gerade sehen. Das ist einfach nur so ein Stück Kohle, aufgespießt von so einem Stock, weißt du, so richtig hirnlos.
so richtig übel. Fackeln sehen ja übel stylisch aus in den meisten Spielen, aber hier ist es wirklich einfach nur arm. Hier gibt's, glaube ich, nicht mal Tiere oder so. Aber ist egal, macht Spaß. Oh, ich weiß, woran du jetzt wieder gedacht hast. Oh nein. Ja gut, wenn ich einem Schaf jetzt meine Metallspitzhacke in den Arsch ramme, dann wird es sich wahrscheinlich freuen. Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich klar. Und deswegen werde ich mich jetzt auch nochmal in irgendeine Höhle begeben, weil man weiß ja, Schafe wohnen ja in Höhlen. Und grundsätzlich ja, dann werde ich aus der Höhle einfach mal meine Liebeshöhle machen, werde die umdeklarieren dazu. Und noch ein bisschen umdekorieren vor allen Dingen. Ja, vielleicht. Und das Skelett hört sich irgendwie an wie Masturbation in Tonqualität 340 oder so, weißt du? Mhm. Hier ist es geil, Erzestein. Ich glaube, ich teleportiere mich mal zu dem. Zum Spieler teleportieren, yo. Du hast doch in der letzten Folge gesagt, dass da keine Musik ist, ne? Vielleicht habe ich sie auch ausgeschaltet, ich weiß das nicht. Könnt ihr mal nachfragen, vielleicht brauchen die Musik. Ich guck mal rein. Option? Also, nee, ich bin tatsächlich so eine Gesichtsmöhre, dass ich die Musik einfach mal ausgeschaltet habe. Ah, okay, schade. Ich dachte tatsächlich, dieses Spiel hätte keine Musik. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich meine, jedes Scheißspiel hat Musik, sogar Minecraft. Wenn auch schreckliche. Teilweise. Ja, bei Minecraft ist die Musik sogar manchmal ganz gut. Und der Himmel, der färbt sich schon wieder rot da hinten. Ich kann alle Musik aus Minecraft nachspielen auf dem Klavier. Oh. Du willst uns jetzt die Musik zum Besten geben und hinterher fragt mich YouTube, ob es eine Coverversion ist, weißt du? Nee, deswegen mache ich das ja nicht. Ach so. Sonst wird es am Ende noch gesperrt. Wegen unserer lieben Freunde. Gamer. Die Musik sperren in ganz Deutschland. Die Gamer. Ficken unseren Kanal mehr als AIDS. Na gut, das eigentlich nicht. Aber AIDS direkt. Aber, was der Ernstling ja auch so schön hatte hier, YouTube-AIDS. Aber die Gamer muss man ja irgendwie auch ein bisschen dazu zählen, ne? Weil im Grunde verrecken wir da dran nach einer Zeit. Einfach, dass so viele Videos gesperrt werden und so viele YouTuber deswegen aufhören müssen. Ich hab dir ja letztens schon mal gesagt, also rein theoretisch können die sogar meine eigene Musik sperren, die ich auf YouTube hab. Und das finde ich wirklich... Du hast als Urheber den Vorteil, dass du es wieder freischalten kannst. Ja, nicht unbedingt. Das Geile ist ja immer noch, wenn du zum Beispiel hier, du kennst ja Royalty-Free Music, ne? Mhm. Also sozusagen lizenzfreie Musik, die du einfach so in deine Videos packen kannst. Teilweise sogar für kommerzielle Zwecke. Ja. Und wenn du dann hier liest, you can also use it commercially und bla 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 und so, ne? Und auf einmal kriegst du dann einen Claim, wenn du die Musik benutzt, ne? Das ist wirklich dann so eine richtige Sauerei. Das finde ich dann einfach nur traurig. Ja, aber dafür können die von Royalty Free Music... Du weißt, was ich meine. Die können ja nichts dafür. Wie heißt er? Kevin Leard, ne? Kevin McLeod, genau. Kevin McLeod. Der macht da die ganze... Warte, bevor der sich wieder verdrückt. Ah, Kupfer und Koke. Lö. Ach so, Kohle, meint der. Ich dachte Koke, Lö oder irgend so ein Scheißschrei. Bam. Bam. Kok. Bam. Bam, bam, bam. Ah, erwischt. Nee, doch nicht ganz. Ey, das sind so behinderte Viecher, diese Monster hier. Das würdest du mir nicht abkaufen, wenn ich dir das erzählen würde. Naja. Fühlst dich fast wie bei Metal Slug, weißt du? Ach so, echt? Ja. Kennst du eigentlich Metal Slug? Ja, klar. Ja, echt? Oh, geil. Das kennt keine Sau irgendwie, ohne Scheiß jetzt. Wen ich auch frag, keiner kennt Metal Slug. Ich wollte hier das auch mal irgendwann spielen, aber das ist mir... Ich muss mich da erstmal richtig reinarbeiten, weil... Also kommt drauf an. Also es gibt ja... Wie viele Teile gab es? 6? 7? Ich weiß nicht. Jetzt gibt's sogar schon irgendwie den Remake vom 10. auf Steam. Ah, okay, dann gibt's sogar 10. Das Spiel ist ja mal richtig cool, aber eigentlich habe ich das mal wirklich auf einem auf einer Arcade-Ding gespielt. Ich habe das tatsächlich mal auf so einem Arcade-Automaten gespielt. Krass. Das ist wirklich cool gewesen. Vielleicht war das da auch nur irgendwie ein Nachbau oder sowas, aber ich glaube, es stand mal irgendwo in Italien. Ich habe auch mal auf einem Arcade-Automaten Street Fighter gespielt. Jetzt echt?
Davon hört man ja viel, zum Beispiel in der Musik von Haftbefehl, ne, Spaß. Aber jetzt mal ehrlich, würdest du Rap, das ist jetzt auch mal so eine Frage, die wollte ich eigentlich immer schon jemandem stellen, der Musik auch macht, würdest du Rap eigentlich als, naja, Musikrichtung bezeichnen? Weil ich finde, es ist eher Sprechgesang, also so eine... Rap ist keine Musikrichtung, Hip-Hop ja, Rap aber nicht. Rap ist eine Art, also für mich ist Rap eine Art, Gesang zu verüben und in dem Fall ist es ja eigentlich eher ein, Gedicht mit Melodie hinten dran. Man singt ja nicht, sondern man liest es ja vor. Genau, man muss auch nicht unbedingt also im Takt bleiben, natürlich, aber ich sag mal so, du musst jetzt nicht zum Beispiel wissen, was, also du nimmst dir einfach ein Beat und rappst dazu. Du brauchst jetzt nicht wissen, was die C-Dur-Tonleiter für Noten hat oder sowas. Nee, also was, oder, was oder ich wie halt, viele Halbtonschritte und wo, weißt du? Was ich halt wirklich nur empfehlen kann, ist, wenn man wie kann man, obwohl, nee, was heißt empfehlen? Das ging ein bisschen, das war eine falsche Einleitung. Also ich sag mal so. Quietsch. Hip-Hop heutzutage, ja, das ist mein Stuhl. Ich weiß. Hip-Hop heutzutage. Was machst du mit deinem Stuhl? Na, Spaß. Was ist denn mit Hip-Hop heute? Hip-Hop heutzutage ist ja, wie kann man das beschreiben? Ist ja eher, also die erfolgreichen Hip-Hopper, beziehungsweise Rapper von heutzutage, die machen ja eher so düstere Musik, sag ich mal. Also, wie kann man das am besten beschreiben? Das ist ja jetzt nicht wirklich großartig Musik, das sind ja wirklich nur ein paar Töne, modern halt, ja. Meinst du jetzt die Gangster-Rapper oder was mit düster? Allgemein die ganzen Rapper, auch diese hier, die amerikanischen, wie heißen sie hier, heißt der eine, ach, warte, Tiger. Damit meinte ich nicht den Golfspieler, sondern den Rapper in dem Fall jetzt. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Den Golfspieler. Tiger Woods, das Schwein, die Tiger Woods. Nee, aber so, also die, der richtige Hip-Hop, also was heißt richtiger Hip-Hop? Ich will jetzt da nicht irgendwelche Fans angreifen, aber für mich ist sozusagen the real Hip-Hop Man ist eigentlich so dieses Oldschool, also so wie ich es damals bis tief in den 90er gemacht haben. Einfach wirklich Lieder nehmen, die es schon gibt und samplen. Aber das Gute daran finde ich nicht, also man kann natürlich jetzt auch sagen, dann haben die Lieder ja geklaut und nie was Eigenes ausgedacht. Ja. Das stimmt einerseits, andererseits haben sie aber auch gute Melodien wieder aufgefrischt. Ich meine zum Beispiel die Rap, BZW Hip-Hop-Richtung, Jazzmatazz, die heißt wirklich so. Da nehmen sich Hip-Hopper einfach Jazzlieder und rappen dazu. Jetzt mal grob erklärt. Und das ist eigentlich die gute Idee dahinter. Also wirklich Melodien, die schon, die wirklich musikalisch was, also was bieten können. Nicht so wie heute die Musik, wo du auch gleich alle meine Entchen hören kannst, was übrigens viel qualitativer ist, als das, was heute im Radio läuft. Und hier Hänschen mit seinem kleinen Teil da. Ah nee, Moment. Nee, hieß ja Hänschen klein. Ich hab gedacht, es bezieht sich auf die Penisgröße. Ist ja auch egal. Hentai klein, kleine Magazine für Schweine rein. Vergiss es. Nee, aber das finde ich eigentlich, das ist der wirklich gute Hip-Hop. Also oldschool flavored. Wenn man das heutzutage noch machen würde, gut, es kann sein, dass einige machen, aber in der deutschen Hip-Hop-Szene ist es echt schlimm geworden. Ja, da geht es ja wirklich nur noch um die Mütter von anderen, irgendwie um die ganze Familie. Ich weiß gar nicht, was die mit den Familien von ihren Freunden da haben, oder? Ja, ist so. Boah, Junge, Alter, voll die Hustenattacke wartet auf mich. Ich glaube, ich muss gleich kurz mal eine Pause machen nach dem Part. Ach, übrigens, der Sand fällt hier bei Castle Miner Sie komischerweise nicht. Fragt mich nicht, warum? Warum? Der fällt sogar bei Terraria. Ja, sogar da, siehst du? Ja, und das ist 2D, Mann. Das ist traurig. Oh, wie diese Viecher sich einfach anhören, ne? Da könntest du die gleich so boxen. Aber es fällt eigentlich eh alles. Ich finde es eh interessant, Gravitation. Das ist schon ein interessantes Thema. Mhm. Gravitation, yo. Wenn du bedenkst, so ein Baum. Der steht ja wirklich in der Boden, ja, Anti-Integrationsdeutsch. Ja, genau, unser neuer Hashtag, Anti-Integrationsdeutsch, wenn ihr mal irgendwo
Ja, ohne Scheiß, Leute, wenn ihr das gerade seht und irgendwo mal seht, dass einer nicht richtig Deutsch spricht, ne? Also so dieses, naja, ich weiß nicht. Es gibt ja viele Leute, die sich zum Glück integrieren können. Das ist eigentlich auch der Großteil. Aber es gibt halt, sagen wir mal, diese 30%, 30-40%, die einfach nichts auf die Kette kriegen, die zum Beispiel sagen, boah, ich schwöre, ich hab die Baum gerade voll den Apfel abgeerntet. Oder sonst Scheiß. Ne? Das ist wirklich Anti-Integrationsdeutsch. Und wenn ihr das irgendwo mal hören solltet, wir werden gerade übrigens von einem Drachen angegriffen, wenn ihr das irgendwo mal hören solltet, in einem YouTube-Video, dann schreibt einfach drunter, also jetzt nicht unter dem, das wird irgendwie billig kommen, aber schreibt einfach mal drunter, Hashtag Anti-Integrationsdeutsch. Lasst uns mal diesen Hashtag verbreiten, das wäre mal eine geile Sache. Weil es gibt eigentlich für dieses Deutsch, zum Beispiel, schwör, ich hab die Baum gefällt oder so, dafür gibt's eigentlich keinen Fachbegriff. Das ist, ja, es gibt wirklich keinen wirklichen Begriff dafür, den man nehmen kann. Und deswegen, Anti-Integrationsdeutsch, sag ich ja nur. Ja. Eine sehr gute, ein sehr guter Neologismus an ja. dieser Stelle. Oh, du wurdest wiederbelebt, FD hab ich. Naja, ich würde sagen, das war's dann auch erstmal mit dem Part. Ich dachte, da stünde gerade etwas neben mir. Naja, auf jeden Fall, warte, ich schreibe mal eben kurz Aufnahmepause, dann weißt du auch schon, was los ist. Denn ich würde mich jetzt gern mal ein bisschen aushusten und noch einen Schluck trinken. Also macht's gut, bis zum nächsten Part von Castle Miner Z. Und wir haben anscheinend den dritten Tag erreicht. Okay, bis dann. Tschüss.